achte wieder auf eine gute Haltung auf dem Stuhl. Nimm ein Instrument zu dir und schau wieder, ob die Richtungen stimmen, ob der Cellohals parallel zu deinem Hals ist und du dich wieder wohlfühlst am Instrument. So, du kannst auch leicht dein Gleichgewicht, deinen Oberkörper nach rechts und links verlagern. So spürst du die Lockerheit im Rücken, weil es hängt natürlich alles zusammen. Die Finger an den Händen, die Hände an den Armen, die Arme am Körper. Wir sind eine Einheit. Das heißt, sogar ob der kleine Zeh locker ist, hat eine Wirkung auf unser Spiel. Um es mal ganz extrem zu formulieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.